Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Neue Android Games vorgestellt auf unserem Kanal sofort und gleich. Jo, Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Läut die Glock! Ja, wir haben ein paar Perlen heute wieder mal dabei. Auf jeden Fall lohnt es sich, bis ganz zu Ende zu schauen. Also, da kommen ein paar richtig coole Sachen mit raus. Jo, ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Spiel. Das ist Idle Boats. Das ist im Early Access. Ja, das ist hier ein Hafen. Da fahren Schiffe rein. Und kann ich. Das ist so ein Idle-Clicker-Game. Ja. Ich bin kein großer Fan von diesen Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wem's gefällt, jetzt unten verlinkt in der Beschreibung. Hier kommt der erste Knaller, den werde ich auf jeden Fall anzocken und dann verlinken für euch. Revenge, Chase and Shoot. Mega cooler Teil. Oh mein Gott. Das sieht so fett aus. Das sieht so fett aus. Dieses Spiel sieht so fett aus, ja. Richtig, richtig cool. Wenn ich mir die Charaktere anschaue. Eine geile Optik hier. Real-time PvP Battle Use and Collect Guns. Da, die Autos. Hammergeil. So eine alte Corvette hier. Mega fett. Alter, dieses Spiel sieht einfach nur krank psycho aus. Also, ich bin gespannt drauf. Ich werde es selbst ausprobieren. Habe ich richtig Bock drauf. Mega, mega geil. Revenge. Chase and Shoot. Dann haben wir hier Sakura Scramble Anime Girlfriend Game. Ja, da kann ich jetzt nicht so wirklich mit viel mehr anfangen, ist klar, aber es gibt ja unter euch auch Mädchen und so. Und die finden das vielleicht ganz toll. Hier gucken wir da Kiss Her. Kiss Her. Ich kann das hier gar nicht so richtig. Nochmal mal ganz kurz den. Müssen das mal ein bisschen verschieben hier, sonst sieht man das nicht richtig. Kiss Her. Tease her. So, jetzt sehen wir das auch. Also, da geht's hier weiter. Dann haben wir hier She's the One oder Hesitate. Dann Tell her you love her oder Don't say anything. Also so ein richtiges Schnuckelspielchen hier mit Knutschi Knutschi und so weiter und so fort. Sakura Scramble Anime Girlfriend Game. Also, wenn ihr Bock auf Animes habt und so eine Anime-Freundin haben möchtet, dann fangt einfach, ladet euch einfach das Spiel runter. Dann seid ihr nicht mehr weit entfernt von der Anime-Freundin. Aber Beholder 2 Light. Und das hier sehe ich sehr kritisch an, dieses Spiel. Muss ich ganz ehrlich im Vorfeld sagen. Ja, also jetzt pass auf, wir schauen uns einfach mal das Video an. Ich bin auch in Versuchung, dieses Spiel einfach mal anzuzocken, um mal zu schauen, was da jetzt momentan aktuell, ja, im Store ist. Aber wir lassen es jetzt einfach mal laufen, das Ding. Ich halte jetzt mal die Klappe. Also ganz klar sieht man ja dann schon so, in welche Richtung das hier geht, ne? Könnte man der Meinung sein, man ist jetzt einfach mal so knapp 80 Jahre in die Vergangenheit gereist. Aber so stellen die sich eventuell auch die Zukunft vor. Ja, hier auf der linken Seite wird auch noch gehängt. Und die Leute jubeln. Jawohl, habt ihr gut gemacht, ne?
So, also ihr könnt euch vorstellen, da als ich das Video gesehen habe, da habe ich erstmal gedacht, what the fuck, was ist hier los? Als ich die Beschreibung gelesen habe, ist es noch krasser geworden. Da steht, das Ministerium für Gleichheit ist stolz darauf, ein weiteres dystopisches Juwel in seiner totalitären Sammlung zu präsentieren. Beholder 2 bringt dich zurück zu Helme, wo du wieder ein Zahnrad in einer totalitären Maschine wirst. Also du wirst Teil dieses Systems. Du bist ein neu angestellter Abteilungsleiter im Ministerium eines totalitären Staates. Du bist bereit, eine illustre Karriere zu machen und möglicherweise eines Tages Premierminister zu werden. Aber der Jäger an die Spitze ist, wird nicht einfach sein. Also da Schiff werden von diesem Kram da. So. Obwohl du auf der Karriereleiter ganz unten stehst, ist es das mehr, als viele deiner Mitbürger je erreichen werden. Kannst du stolz drauf sein. Also, wirst du ein fleißiger und verantwortungsvoller Offizier werden, der vom weisen Anführer selbst ausgezeichnet wird, oder wirst du zu einem hartnäckigen Karrieristen, der jeden zerstören kann, der zwischen ihm und dem Sitz des Premierministers steht? Oder bist du vielleicht nur ein Informant? Wenn ja, wer hat dich geschickt und warum? Wie auch immer, du bist jetzt Teil des Ministeriums. Von diesem Moment an hat niemand jenseits dieser Mauern mehr Gewalt über dich. Du bist frei. Ja, da ist man frei, wenn man in so einem System lebt, ne? Deine eigene Zukunft zu gestalten, die Wahl liegt bei dir. Also, ich. Einzigartige totalitäre bürokratische Simulation. Da bin ich wirklich. Also ich. Schwierige moralische Entscheidungen. Deine Entscheidungen beeinflussen die Handlung. Die schwierige moralische Entscheidung ist schon, das Spiel überhaupt zu starten. Mehrere Endungen, wie viele kannst du spielen? Einzigartiger Kunststil, 3D, das stimmt. 3D-Charaktere in einer 2D-Umgebung, komplizierte Geschichten und Lebenssituationen an jedem Arbeitstag im Ministerium. Also, spiele spannende Minispiele, bearbeite Bürgeranfragen und stelle Vermieter auf die Probe. Finde selbst heraus, was das bedeuten könnte. Viel schwarzer Humor, um die totalitäre Dunkelheit zu erhellen. Ja, also ich präsentiere halt einfach alles hier auch sowas. Das Ministerium für Sicherheit in Aktion. Und ich. Da wird hier einer da unten festgenommen. Start als Praktikant im Premierministerium. Ist immer noch nicht hoch genug, habe ich das Gefühl. Mal so. Ich denke, das ist dann noch besser. So. Aufstieg auf die Karriereleiter. Ja, da habe ich auch Bock drauf, da in dieser Karriereleiter aufzusteigen. Bearbeitung von Bürgeranfragen, Anfrage, Beschwerde, Denunzierung, Information. Das Krasse ist halt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das so zum Beispiel in der DDR und so auch nicht viel anders da gewesen ist und. Wollen wir mal schauen, wie das alles so weitergeht. Zugang zu Staatsgeheimnissen erhalten, lerne deine Mitarbeiter besser kennen, lobe den weisen Anführer. Das ist jetzt nicht wahr. Also der Abend bringt mehr Abenteuer. Das Ministerium für Sicherheit, jetzt haben wir ja schon alles gesehen. Also, wie gesagt, ich bin in Versuchung, das Ding echt mal auszuprobieren, ob das ein schlechter Witz ist oder also ob man da vielleicht einfach alles kaputt machen kann. Oder ob das ernst gemeint ist. Also ich weiß es noch nicht. Also wir gehen jetzt hier mal weiter mit Ulala Idle Adventure. Das schauen wir uns jetzt mal an hier. Das sieht doch schon ganz anders aus. Schönes Spiel. Das ist eher was für ein Papa hier. Ja, Mann. Geil. Da kann man was kochen. Juhu. Ulala Idle Adventure. Ja, sieht ganz putzig und witzig aus, das Teil. Ne? Hier, Storage Arena, Mystic Realm Adventure, Black Market Cook. So, und dann haben wir hier. Sieht echt cool aus irgendwo. Go. Ja. Toll. Tolle Sache.
Könnte mit Sicherheit interessant sein. Aber hier wieder was. Electronic Emotions, Romance. Wieder so ein. Also die ganzen Manga-Dinger sind immer sehr romantisch, habe ich das Gefühl. Electronic Emotions, wähle dein Drama, küss ihn oder schubs ihn weg. Also jetzt das Ganze, was wir vorhin gesehen haben, für die Mädchen jetzt hier, für die Jungs, umgekehrt, für die Jungs jetzt und vorher für die Mädchen. Nein, ich weiß nicht, jetzt für die Mädchen. Küss ihn, schubs ihn weg, jetzt für die Mädchen. Wähle deine Liebe, umarme ihn, nicht mein Typ. Also, wenn die Mädchen unter euch jetzt hier irgendwie so einen Manga-Freund haben wollen, dann sag, ich liebe dich. Wenn nicht, sag, geh weg. So, also, hier das Spiel, Manga, da ist der männliche Freund. Dann haben wir hier Tennis Stars. Gucken wir mal hier rein. Das ist cool. Tennis ist cool. Ich habe früher Mario Tennis und so weiter, habe ich sehr gerne gespielt. Tennis ist cool, ehrlich. Macht Spaß. Aber irgendwie werden die Punkte nicht richtig gezählt. Was ist das für ein Punktesystem? 2-1. Was ist das? Junge, wenn ich ein Tennisspiel mache, dann müssen auch wenigstens die Punkte richtig sein. So mit 15-0, 50 Love. Also irgendwie... Habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? So, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Tennis. Gucken wir uns jetzt nicht zu Ende an. So, hier haben wir noch ein paar Bilder dazu. Swipe to surf und so weiter. Da, oh, mit Cowboy-Hut und so. Extraordinary. Cool. Also, dann haben wir Tiny Crash Merch Heroes Idol Winner Tycoon. Das ist wieder so ein... Das geht eh nur 15 Sekunden hier. So ein Idle-Clicker-Spiel wieder. Wie auch immer das genau funktioniert hier. Kann ich nicht so richtig beurteilen. So, da haben wir das Free Diamonds in Way. Grow your squad. Fight powerful boss. Ah. Wen es interessiert, guckt einfach mal rein. Dann haben wir hier wieder so ein Puzzle-Adventure-Spiel. What really happened at the museum? Das Ding nennt sich Grim Tales the Nomad. Und what kind of gang is operating in town? Alles klar. Earn achievements and enjoy wallpapers, concept art and more. Lots of hidden collectibles and morphing objects. Help Anna Grace relative get rid of the dark memories of her childhood in the bonus chapter. Okay. Okay. Also für die Puzzle-Fans unter euch, Grim Tales the Nomad ist jetzt draußen. Dann haben wir hier ein weiteres Spiel, Rock Defender Defend Your Base. Das sieht auch spannend aus. Jetzt hatten wir das erst mit Baseball gehabt. Jetzt hier steht er da vorne mit seiner E-Gitarre, macht da Musik und dann killt er die ganzen Zombies. Oh mein Gott. Ei, das ist echt hart. Das ist echt hart. Rock Defender, Defend Your Base. Auch hier klicken wir mal ganz kurz durch die durch die Screenshots durch. Oh mein Gott. So, dann für die Leute, die in Fortnite von den Mechs immer noch nicht genug haben, ja, die können hier jetzt Robots Battle Arena spielen. Mech-Shooter, da spielt er wenigstens gegen andere Battle-Mechs und so weiter. Also hier Mech-Gameplay, Ultimate PvP-Battles. Ich hoffe ja, dass irgendwann die Dinge aus Fortnite rauskommen. Wer dann immer noch Bock auf den Kram hat, der kann das dann hier weiterspielen. Ja, ich habe darauf keinen Bock. Aber muss jeder selber wissen, wer auf Battle-Mechs steht. Bestimmt ein cooles Spiel. Early Access hier. Robots, Battle Arena, Mech Shooter, Steel Warfare. Dann haben wir ein anderes Spiel hier, das nennt sich Gunblast, Bouncy Balls and Alien Invasion. Das ist irgendwie auf dem Kopf. Dann müssen wir mit drehen jetzt meinen Kopf, dass ich das richtig sehe. Das Video ist... Leute, ihr müsst das Video drehen. Soll ich jetzt mal den Monitor drehen?
Ja, also stellt euch das einfach auf der Seite vor, Gunblast, da ist es wieder gerade. Hier sehen wir es mal richtig, vernichte die Monster, schlage den Boss, verbessere deine Waffen. Ja, wird bestimmt die ein oder andere coole Minute bringen. Hier jetzt mal was, ist japanisch und ich bin am Überlegen, ob ich es einfach mal ausprobiere, ob man das auch spielen oder verstehen kann, wenn man kein Japanisch kann oder Chinesisch oder was das ist. Ich glaube, das ist Chinesisch. Weil das, was ihr jetzt seht, das ist halt wirklich absolut Oberdeluxe. Das sieht schon richtig krank aus, ja. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man das auf Englisch auch einfach spielen kann, weil das ist einfach nur Psycho. Crazy, crazy, crazy. Richtig krass. Alles hat schon hier richtiges Arcade-Feeling. Könnt ihr mal, wenn es einer von euch mal ausprobieren will, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Kann man das auch spielen, wenn man kein Japanisch oder Chinesisch kann? Versteht man das auch so? Weil es sieht echt geil aus, das Ding. Ansonsten muss man mal warten, bis da die englische Version rauskommt. Ne? Also ich werde es auf jeden Fall verlinken, weil das ist einfach, das ist knallermäßig hier. Hammer. Absolut alter. Guckt euch die Grafiken an hier. Das ist mega krank. Ja, das ist so geil. Super. Super. Absolut super. Ja, dann sind wir hier bei Clash of Leagues Heroes Rising und das muss ich auch einfach mal ausprobieren. Das muss ich auch mal austesten. Und da gucken wir jetzt mal rein. Das ist hier Clash of Leagues. Da sehen wir Batman, da sehen wir Superman. Hier Iron Man, Thor da hinten. Build Basis. Also im Endeffekt so eine Art, ja, Clash Royale jetzt hier. Haben wir den ganzen Superhelden, so wie das aussieht. Sieht schon fett aus, ne? Defeat Enemies. Ey, geil, oder? Ist doch echt geil, oder? Also. Ha! Fight Bosses. Wie cool ist denn das? Das ist geil. Clash of Leagues. Also ich kann es nicht beurteilen, wie gut das Spiel ist, aber auf jeden Fall der erste Eindruck für mich ist ziemlich cool. Und da habe ich auch schon jetzt Bock drauf, das mal anzuspielen. Dann haben wir hier Tales Rush. Auch da schauen wir jetzt mal ganz kurz rein hier, wie das aussieht. Das muss ich jetzt mal groß machen. Kann ich das überhaupt groß machen? Ja, kann ich groß machen. Ja, da sind wir auch schon durch mit dem Video hier. Und dann sehen wir hier mal so ein paar, was es da so alles gibt. Also, es sieht irgendwie schon ganz witzig aus, aber ich kann es im Moment nicht so richtig beurteilen, wie gut es dann sein wird. Jetzt hier für die Leute, die irgendwo im Innersten Kindheitsträume noch in sich begraben haben. Weißt du, ob euch das genauso geht? Ich habe früher, habe ich mal, wollte ich unbedingt so eine Eisenbahn haben. Eisenbahn. Vater hat dann irgendwann eine gekauft, aber ich war dann eins dieser Kinder, was dann dabei zuschauen konnte, wie Vater gespielt hat mit Eisenbahn. Und ich durfte das Ding nicht benutzen. Also ich habe da hier total in mir drin, sind da jetzt ganz, ganz viel, wenn ich das sehe, kochen Emotionen hoch. Hier Train Madness.
Da fahren Züge und Realistic Crashes, Train Damage. Also wenn das ein Realistic Crash ist, das glaube ich nicht. Das sieht nicht realistisch aus, aber ist egal. So, hier so alte Züge, Fun und Addictive Levels. Also das sieht exciting Levels. Es sieht auf jeden Fall Pick Your Favorite Train cool aus. Für die Leute, die gerne irgendwie auch mal was in der Richtung spielen möchten. Train Madness. Verlinkt jetzt unten in der Beschreibung. Jetzt kommen noch zwei Spiele. Zimmer, Flucht, Fantasie, das ist auch wieder so ein Puzzlespiel. Aber für Kinder. Also eher so der Kinderstyle, nicht so wie das andere, was wir schon bis jetzt immer gesehen haben. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Das sind dann solche Puzzles. Ja, erkennt man schon gleich, dass das jetzt nicht so von der Grafik her so krass aussieht wie diese anderen Spiele teilweise, die ich euch da vorstelle, hier für Apple und für Android, sondern wirklich eher für die Kleinen unter uns, die einfach auch mal irgendwas anderes spielen wollen, wo sie mal ihre grauen Zellen mal benutzen können. Was sind das für Sachen da eben gerade? Aha, okay. Sieht auf jeden Fall spannend aus für Kinder. So, und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Favorite. Das Ding hier will ich unbedingt ausprobieren, weil das hier ist der absolute Wahnsinn. Ist der absolute Wahnsinn. Also da, als ich das gesehen habe, ich dachte, what the hell, das ist so geil. Wir gucken da jetzt einfach mal rein. Mega. Mega geil, wirklich absoluter Wahnsinn. Zieht euch das rein. Ceres M heißt das Spiel. Es gibt schon geile Sachen jetzt momentan für mobile Geräte, ne? Mega, 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 mega. Ja, Ceres M. Und hier gucken wir mal ganz kurz da in diese strategische Schlachten. So, gucken wir mal da rein, wie das aussieht. Hier, Blockbuster-Welt. Es ist so geil, ne? Werde mit Unique Heroes der Stärkste. Über 200 Helden. Sammle erstklassige Helden. Ceres M. Alter, guck dir mal die Grafik an. Hier sind auch jetzt zwar wieder, das ist, glaube ich, auch wieder irgendwas Japanisch-Koreanisches oder so, aber guck dir mal die Grafiken an. Wie psycho sieht das denn aus? Mega geil. Ich bin total gehypt, sowas auf mobilen Geräten zu sehen. Bin ich total geflasht hier gerade. Es ist einfach nur richtig, richtig fett. Also, wenn es euch heute gefallen hat, ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch wieder neue Spiele vorstelle. Ja, guckt auch mal jetzt rein bei uns im Kanal. Ich werde immer wieder mal neue Spiele auch direkt anzocken und euch präsentieren, wenn es euch interessiert. Einfach einschalten und gucken, abonnieren. Leute, Glocke läuten, damit ihr es auch mitbekommt. Also, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Oh.